Ja, dank u wel. Hallo. Zal ik nog die wandelen zien? Hallo. Ja, haben wir noch nicht angefangen. Also im Grunde kann ich das genießen. Da sind wir ja fast sprachlos. Also wir sind auch sehr froh, dass wir auch hier hingekommen sind, weil wir hatten so viel Stau. Normalerweise ist das ja immer so, wenn wir freitags irgendwo spielen, sagen wir mal von Köln Richtung Ruhrgebiet, da sind wir das ja gewohnt. Dann haben wir gedacht, super, fahren wir mal Richtung Süden, aber das ist jetzt mal alles gut. Heute nicht. Aber wie ihr seht, sind wir gut angekommen. Wir sind auf frohen Mutes. Das ist ja sozusagen für uns der Probeauftritt für morgen. Weil wir spielen morgen in Köln im Stadion für ungefähr 50.000 Leute. Aber ich muss dazu sagen, das hört sich jetzt sagen, noch toll an, wir dürfen nur eine halbe Stunde spielen, aber wir spielen im Vorprogramm. Deswegen wollen wir das heute mal proben. Ihr wisst, in einer halben Stunde ist alles vorbei. Das ist wie im Stadion. Ihr sollt nicht nach Hause gehen und sagen, wir hätten euch überfochten. Nee, also die Wahrheit ist, wir wissen noch nicht genau, was wir spielen wollen. Deswegen spielen wir jetzt alle Programme, die zur Auswahl stehen, hintereinander. Und dann sind es ungefähr 3 Stunden. 6. Okay. Gut, dann fangen wir mal mit der ersten Version des ersten Programms an. Und das klingt dann so. You're a winner, still all alone on your own.
Fever, it burns for
searching for something, something they can get their hands on. I don't miss a thing. While everyone's heading for someone, that someone who's riding the same way, yeah, I just miss a friend. All this time I will
von den Heroes. Klaus Häuser, Solo Gitarre. Like a rose.
Das ist gut, wenn er klatscht nach den Stücken, weil dann können wir immer in Ruhe die Gitarren tauschen, dann ist nicht so ein Loch, ne? Dann noch, in der anderen. Ich stell dir mal vor, er würde nicht klatschen, dann ist das Stück zu Ende, Totenstille. Dann denkt ihr immer, was machen die, warum spielen die nicht weiter? Und wir denken uns, warte mal falsch hin. Aber es bleibt ja auch nicht die ganze Zeit. Show up today.
Thank you.
wenn unsere Nationalmannschaft so eine Verteidigung hinten hätten, die würden nie verlieren. We'll be right back.
Gäste bist du die kleinste bezauberte Lady auf der Welt. Kein geringer als meine kleine Tochter. Jo. Thank you.
Dankeschön.
Inside my head, no.
You don't have the strength to even climb that ladder. You're feeling lost, all out of faith. You can't stand your own life anymore. But you're much too young to feel as old as you. And you see your girl, she had a baby coming. I need a plan, come here, stop your running. First you was out, then you should drown. Nothing is left to laugh about, and it's
Dessen Namen wir mit voller Stolz auf unseren Bandnamen tragen, oder als Bandnamen tragen, weil er A, der einzige deutsche Rockgitarrist ist, den man am Ton erkennt. Wenn er zeigt, dass er es gar nicht tun müsste, zum Geld verdienen, sondern so einen Spaß dran hat und leidenschaftlicher Musiker ist und Songs schreibt, die mich mit meinen Jugendtagen schon abholen, was mit mir machen und ein fantastischer Songschreiber ist. Er sich wie kein anderer einen Kopf von uns macht, wie es weitergeht und ob es weitergeht und wie überhaupt und dass mehr Leute kommen und alles, was da so dranhängt. Und deshalb sind wir unheimlich stolz, seinen Namen als Bandnamen tragen zu dürfen. Klaus Major Häuser! Dass ihr gekommen seid und wir haben ja heute zum ersten Mal hier den neuen Bex gespielt und ich muss sagen, echt geil. Ich nicht. Echt super. Wir haben jetzt alle, ich weiß gar nicht, ich kenne jetzt drei, gab es davor auch noch einen? Ich muss sagen, ich war so verblüfft, als ich hier das erste Mal reinkam. Wir waren ja mit Postheim schon mal hier und ich dachte, Moment mal, die Bühne ist die gleiche, aber größer. Die Lampen sind die gleichen, aber schöner. Der Anstrich ist der gleiche, aber irgendwie anders. Und irgendwie hat Margit mit Dean es geschafft, hier den gleichen Spirit reinzuzaubern wie in dem Übergangsladen. Und das ist schon aller Rede wert. Das zeigt aber mal wieder, dass Mauern so schön sein können, wie sie wollen, wenn das keiner mit Herz füllt. Das ist hier der Fall und das ist wunderschön. Dankeschön. Dann wollte ich euch noch sagen, dass ihr natürlich verfolgen könnt, was wir alles so machen und wo wir unterwegs sind. Wir haben natürlich eine Internetseite, die findet ihr unter www.häuserband.de. Ganz einfach zu finden, www kennt ihr, Häuser bin ich, die Band, das sind wir und .de, das seid ihr. Da könnt ihr dann mal gucken, was alles so ansteht. Da haben wir natürlich auch ein Gästebuch und wir freuen uns immer, wenn da einer was Nettes reinschreibt, weil das für uns ja mit die einzige Kommunikation ist, die man so miteinander hat. Deswegen ist das für uns immer schön, wenn wir da aufbauende Worte finden, weil das ist nicht immer so toll wie heute Abend hier. Muss man auch mal sagen. Also er war von Anfang an ein hervorragendes Publikum, weil
Habt ihr eigentlich morgen schon was vor? Köln ist soweit. Und wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, falls wir uns dann nochmal irgendwann hier wiedersehen werden, weil wir werden sehr wahrscheinlich oder hundertprozentig, wenn wir unsere nächste Tournee machen, dann wieder hier vorbeischauen. Ich hoffe, wir stehen da nicht so. Und wir haben ja gelernt, wenn wir dann wieder freitags hier spielen, fahren wir nicht erst um 12 los, sondern schon um 10. Ja, dann können wir uns auch mal das wunderschöne Bandcamp angucken, obwohl das haben wir waren ja schon ein paar Mal hier, das haben wir uns auch schon. Dann lass uns doch donnerstags nach dem Gig davor direkt hier hinfahren, nachts. Ja, dann haben wir noch einen Song, den wir für euch spielen wollen, weil der eignet sich hervorragend auch als Zugabe, weil der heißt schon fast Zugabe. Nee, Quatsch, also fast, ne? Der heißt nämlich Last Favorite Song. Und das ist ein Stück, was ich auch besonders gern mag, weil ich das mal geschrieben habe zur Silberhochzeit, die ich mit meiner Frau gefeiert habe. Und den Song mögen wir auch gerne. Und bei euch im Publikum haben viele mich gefragt, ob wir bei der nächsten Tour, also als wir das letzte Mal auf Tour waren, diesen Song wieder spielen würden, weil den vielen Leuten irgendwas bedeutet. Da habe ich gesagt, muss ich mir überlegen. Wie ihr seht, habe ich überlegt und wir spielen den jetzt. Ich danke euch recht herzlich nochmal fürs Kommen und bis dann. Schönes Wochenende.
Vielen lieben Dank. Ganz hinten. Alex Makarotula. Thomas Heim. Markus Lieb. Sascha Delmo. Matthias Kraus. Ich bin hier. Ganz gut zu sein. Und vielen, vielen Dank. Tschüss zusammen. Bertram, auf euch ist Verlass. Danke. Thank you.